Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Kingdoms Reborn. So, internationaler Logistikhafen, sollen wir eigentlich Gold hier rüberbringen? Aber rein theoretisch wäre das doch andersrum jetzt, oder? Golderz. Oh. Bin schon wieder einige an. Altersschwäche drauf. 34 Golderz. Kolonie 2. Ach, die bringen das von hier darüber. Ja, okay. Oh Gott. Nee, dann bringt das bitte nicht wieder zurück. Das wäre ja doof. Wir probieren mal aus, ob was ankommt. Normalerweise müssten die das jetzt hier rüber schippern. Dann sollte ich das auch irgendwo hier... Golderz? Hallo? Also bis jetzt noch nicht. Aber vielleicht dauert es auch noch einen Moment. Oder die 300 sind noch nicht voll. Ja, hier ist ja nur Essen. Dann müssen wir mal gucken, ob wir das auch verarbeitet bekommen. Mit was arbeitet denn das hier? Mit Goldbarren. Okay. Die Ausgabe im Inventar voll. Liefer's doch bitte hier rein. Dafür steht's doch da. So, soweit läuft es ganz gut. Wir haben noch ein paar Plätze frei. Die Nahrung ist bombastisch, fast auf 40.000. Und die Luxusgüter passen auch halbwegs. Das heißt, hier können wir ganz gut laufen lassen. Wir gucken mal, ob wir hier in der Kolonie ein bisschen was aufbauen können. Ist hier überhaupt schon eine Straße gemacht? Ja, da sind sie doch bei, die paar Leute. Die sind natürlich schwer ausgelastet. Oh, okay. Also die können sich erstmal von Orangen ernähren hier. Da sehe ich ja überhaupt keine Probleme. Golderz 442. Häuser mehr auf. Und gucken mal, dass wir... Haben wir hier einen Fluss irgendwo da oben? Sehr gut. Sagen, wir kümmern uns ein bisschen um Keramik schon mal. Als zweites Luxusgut. Die sollen sich ja eigenständig hier ein bisschen aufbauen. Okay. Ah. Okay, dann setzen wir hier mal. Ja, mach doch hier. Auch wenn der Obstsammler ein bisschen drunter leiden muss. Machst du hier eine Lehmgrube? Warte mal. In Preußen. Entschuldigung.
doch hier oben hin, ist auch... Ach, scheiße. Hier würde sie passen. Da nervt sie den Obstsammler nicht so. Eine Lehmgrube und ein Töpfer. Können wir uns vielleicht auch noch leisten, wenn ich den finde. Habe ich eben schon nicht gesehen. Das da. Manch einer würde die Suchfunktion nutzen. Ah, guck mal. Oder wird er unzufrieden da oben? Boah, hier ist aber auch kein Platz. Bist du verrückt? Ich würde ihn ungern da hinsetzen, wo fruchtbares Land wäre. Dann machen wir ihn doch hier drüben mit hin. Ja, nicht erneut anzeigen. Habt ihr hier ein Lagerhaus? Nö, habt ihr nicht. Das erstmal auf. Hier ist ja noch genug zu tun. Okay, danke. Die ganze Zeit mich gewundert, hä? Zeichne mir die Einwohner nicht an. So. Ja, wachst hier erstmal ein bisschen. Das mit den Glaswaren hat auch geklappt, aber mit dem Erz. Was rüber geschippert wird, ja, müssen wir drüben mal gucken. Das finde ich ein bisschen undurchsichtig tatsächlich. Oder ich bin zu dämlich, das kann natürlich auch sein. Aber irgendwie peile ich das nicht. Hier kommt kein Golderz an. Außer das wäre irgendwo anders. Doch. Nee, das ist ja wieder Futter. Unbedingt noch produktiver werden. Die können wir auch noch aufwerten, tatsächlich. Bitte. Oh, sogar noch mit Beton. Mehr Pilzbier. Oh, 135%. Nice. Was macht die hier? Bei 15. Ach ja, die kann auch noch. Der hat jetzt nichts gebracht.
20% mehr? Wegen Produktivitätsbuch? Nee. Doch, hier muss auch noch eins rein. Okay. Dann haben wir hoffentlich gleich nochmal eins hergestellt. Ja, ja, ist gleich soweit. So, hier bräuchten wir ja tatsächlich noch ein paar mehr Häuser. Die Frage ist, wo bauen wir uns hier nochmal auf? Hier? Jetzt nicht gerade ultra viel Platz. Ich müsste vielleicht die Zauberpilzfarm hier unten hinlegen. Da hättest du wahrscheinlich auch easy ein paar mehr von machen können, ne? Setzen die hier runter. Ach, scheiße. Warum hast du das nicht getan? Weil es dir zu knapp ist. Das ist ja mega blöd. Du musst wohl hier hin. Kaufen wir uns noch. Wenn wir zur Not hier oben ein bisschen Produktion machen und hier machen wir nochmal einen dritten Stadtkern. Ich habe allerdings auch recht wenig Karten für. Taverne können wir schon mal. Schule. Perfekt, stapelt sich nicht. Oh. Mehr Zufriedenheit. Ja, gut, da brauchen wir jetzt nicht. Nämlich noch eine Universalkarte. So. Weil die Gebäude hier in der Mitte. Auf jeden Fall eine Bank. Müssen wir einplanen. Bibliothek, Taverne und Schule. Wobei ich gerade überlege, ob wir beim ersten Stadtkern denn überhaupt eine Schule in der Nähe haben. Puh, wie sehe ich denn das? Was ist denn das hier? Das Haus Stufe 7. Okay. Taverne. Stufe 6. Also Bibliothek hast du ja reingequetscht, ne? Aber für eine Schule war jetzt kein Platz mehr. So Sachen wie Arbeitsamt, Statistikamt, das könnte man eigentlich alles noch auslagern. Uns ein bisschen optimaler hier gestalten. Aber dann machen wir lieber einmal schick neu, ne? So, Taverne. Würde ich dann eher so hier hinsetzen. In der Hoffnung, dass die Häuser bei den Pilzfarmen sich nicht stören, aber ich glaube nicht. Warte mal, können wir ja kurz mal gucken. Nee, es würde mir jetzt schon anzeigen, ne? Naja. Haus zu weit entfernt. Ja, ja, warte mal ab. Das kommt ja gleich noch. Okay, dann machen wir die Schule hier hin. Ein Feldweg. Lohnt sie jetzt noch nicht, aber ich müsste die ja zumindest schon mal einplanen. Ne, damit ich... Achso, Bibliothek auch. So.
So, hier Bibliothek und da oben Bank. Das passt doch, glaube ich, ganz gut. Oh, die ist sogar noch kleiner. Scheiße. Na, dann kannst du diese rummachen. Ja. So. Das wäre dann der Kern, wie wir ihn bräuchten. Und hier drumherum ziehen wir dann Häuser. Achso, warte mal. Shift kannst du mehrere Gebäude hintereinander bauen, habe ich jetzt auch mal gelernt. Nach 15 Folgen. Ja, erstmal so grob, ne? Sollen sie erstmal aufbauen, haben sie erstmal genug zu tun. Oh ja, wir brauchen noch mehr Häuser. Sind schon wieder welche obdachlos. Zwei Produktivitätsbücher. Sehr gut. Hier eins rein. Und tatsächlich hier noch eins rein. Sehr gut. Was macht denn unsere... Stahlproduktion, wie viel ist denn da schon da? 766 Stahlträger und 700 Beton. Kann man sogar schon ein bisschen was mit anfangen. Ich denke, wir werden versuchen, die 1000 Leute hier einziehen zu lassen in unsere wunderbare kleine Stadt Floki Town. Schauen wir mal, ob wir die lebend durchbringen. So, ihr baut fleißig auf hier. Das klappt, ne? Ich kann mal kurz weg. Bin mir unsicher. Aber wir versuchen es mal. So. Ja. Achso, Keramik, ne? Das hier wird schon hingestellt. Okay, den Töpfer hast du auch irgendwo gesetzt, ne? Wo war denn das? Ach, hier unten. Steht der schon? Ne, der wird noch gebaut. Ah, Haute Couture ist fertig. In der Hoffnung, dass ich irgendwann mal an Gold und Edelsteine komme, würde ich jetzt die Schmuckherstellung nochmal machen, obwohl Uhrmacher. Ich würde hier, ja, Kraftwerk, ne? Ich glaube, das ist nochmal ganz geil. Da bin ich jetzt sehr neugierig. Das schauen wir uns mal als nächstes an, auf jeden Fall. Da wird... Ah ja, okay. Wenn die letzten Bäume weggehackt, um den Töpfer dann aufzubauen. Dann
müssten wir jetzt hier... Ja, ich lasse hier nochmal ein bisschen Platz. Mache erstmal nur hier drüben die Häuser. So. Junge, jetzt expandieren wir aber nochmal richtig. Bin sehr gespannt, warum es das gleich nochmal um die Ohren fliegt. Vermutlich. Aber naja. Wir haben ja genug Orange da, ne? Können die erstmal essen. Und wir können ja was aus unserer Hauptstadt hier rüber schippern. Ziegelsteine, Medizin und Glas holen die ja immer auf die Menge hier. Füllen die immer auf. Oh, Werkzeuge brauchen wir. Tatsächlich Werkzeuge brauchen wir. Kein Bock, die immer hier rüber zu schippern. Sollen die sich selber machen. Steinwerkzeuge. Wo ich mich tatsächlich ein bisschen geärgert habe, ich hätte hier starten sollen. Mit unserer Stadt. Guck dir mal die Fläche hier an. Da hätten wir uns mal richtig fett ausbreiten können. Vielleicht ziehe ich da sogar noch rüber. Wir machen hier einen Stadtkern und der nächste kommt dann hier runter. Mal schauen. Ja, ist ja gut. Ich baue es hier nicht hin. Versprochen. Die stellen sich hier an. Vielleicht direkt hier. Wo die Steinchen auch sind. So. Ja. Dann versucht mal bitte das als nächstes aufzubauen. Ihr paar Männekicken habt hier genug zu tun. Was haben wir denn eigentlich? 0 Arbeiter und 4 Bauarbeiter, okay. Das sind tatsächlich ein bisschen wenig Leute, aber naja. Lasst euch Zeit, ne? Hetzt euch keiner. So. Probier es nochmal ganz kurz mit Nachdenken. Die Sachen hole ich ja aus meiner Hauptstadt, ne? Das funktioniert auch. Also muss ich hier mal runterschrauben. Oder beziehungsweise mal was anderes einstellen. Zum Beispiel, was hole ich? Einen Pilze hole ich bestimmt schon, ne? Nee. So, dann lass mal ein paar Pilze abholen. Pilze? Zauberpilz nicht. Pilz. 300. So, mach so. 200 Medizin, 200 Glas, 200 Ziegelsteine, 200 Pilz sollten immer da sein, dass wir hier bauen können. Oh, da ist gerade auch was angekommen, glaube ich. Schon hat es wieder los. Aber leer. Wir haben immer noch 600 Golderz hier. Aber wenn, dann muss es jetzt so funktionieren. Jetzt habe ich alle anderen Möglichkeiten ausprobiert. Das nicht klappt, dann reiße ich alles wieder ab.
Ja. Ah, es hat hingehauen. Sehr gut. 300 Golderz. Ah. Das war eine schwere Geburt. Okay. So ist es eigentlich auch logisch. Musst du nur erstmal drüber nachdenken, mit klarkommen. Wie habe ich mich da verfranst? Wolle haben wir immer noch ordentlich. Alter Schwede. Ja, 300 Golderz. Das heißt, jetzt müssen wir irgendwie eigentlich noch an Edelsteine drankommen. Da muss ich nochmal einen flotten Blick auf die Weltkarte werfen. Hier gab es gar keine, ne? Nee. Ich schätze mal, hier. Edelstein. Das ist jetzt natürlich nicht gerade um die Ecke und ich denke, ich kann hier nicht weiter raus. Ne? War das nicht so? Ja. Die ist zu weit vom Rathaus entfernt. Das heißt, wir müssten ja quasi uns von der Kolonie da hocharbeiten. Was? Achso, warte mal, was ist denn jetzt hier meins? Das ist doch auch schon meins, ne? Ja. Also im Winter kann man das auch wirklich schlecht sehen. Die Provinzen kann ich da so schlecht erkennen. Was sind die Mini hier? Da muss ich ja 1000 Stück kaufen, um da hochzukommen. Ich hoffe, das funktioniert sogar. Ja, doch, müsste gehen. Es würde irgendwie ein Edelstein kommen. Schaue ich mir aber im Frühling nochmal genauer an. Das ist mir jetzt zu verschneit, das Ganze. So. Oh, das geht aber zackig vorwärts hier, du. Bist du verrückt? Ah, da sind die Leute wieder 100% zufrieden. Und ziehen auch sofort hier wieder ein. Ja, mach mal ein bisschen größer, ne? Halt, warte mal. Oh Gott, hier. Lass mal ein paar Universalkarten machen. Wir haben so wenig gerade da rumfliegen. Drehen wir ein bisschen auf. Ich will, dass der Winter vorbeigeht. Und hier ziehen wir noch ein paar Häuser lang. Oh. Hier ist wohl was schiefgelaufen, wa? In deiner Straße. Setz sie nochmal neu, bitte. Oder? So, völlig übertrieben. Warte mal, sollen wir das so machen? Dass es hier wieder gleich ist? Nee. Verwinkelte Gassen, das war doch in. So, baut ihr das erstmal auf. Können wir dann hier? Ach, das ist sogar verbunden. Okay, nice. Vielleicht hier noch eine Verbindung durchziehen. Ja, macht doch gleich eine Steinstraße. Kommen wir hier überall durch? Ja, hier nicht, aber.
Hier wird es vielleicht sogar gehen. Hier wird es vielleicht sogar besser gehen. Na. So. Guck mal einer an. Sehr gut. Oh, hier ist ja auch eine Menge los. Komm, lass das auch mal hier Steinstraße machen. Hier so viele Leute langlaufen. Dann pusten wir ruhig mal ein bisschen Stein durch. So. Hier noch genug Kapazität? Nö. Ihr macht mich fertig mit euren Lagerhäusern. Na, guck mal, jetzt latschen hier auch ein paar mehr durch. Macht mal ruhig eben fertig. Steinstraße hast du hier noch nicht, ne? So, jetzt aber. Das gleich ein bisschen besser eingebunden. Die guten alten Pilzfarmen, die haben uns schon das ein oder andere Mal den Arsch gerettet. Ganz ehrlich. So. Wie sieht's denn aus in Kolonie 2? Ach, beziehungsweise jetzt können wir ja. Wo der nächste Winter kommt. Hier, lass mal gucken. Jetzt kann ich das besser sehen. Wo kommen wir denn hier? Wir wollen da hin. Über die Baumwolle am besten. Wir nehmen die ganzen Ressourcen mit, ne? Oh Gott. Was hätte ich gern? Das hätte ich gern. Das hätte ich gern. Jawohl, Edelsteinmine freigeschaltet. Ob wir natürlich jemals in der Lage sein werden. Was ist das denn hier eigentlich? Minaya Tiers Stamm. Stamm. Freunde, zieht ihr direkt mit ein? Ach, die sich möglicherweise an einer Stadt anschließen wird. Aha. Ja, prima, hier läuft ja alles. Oh, die haben auch... Ui, guck mal. Hier bewegt sich gerade gar nichts. Die haben auch keine Taverne hier. Das sollten wir vielleicht mal als erstes ändern, hä? Ja, Baukeld schenkt dir was. Dass sie ein bisschen mehr Bock hier auf uns haben. Aber hier würde ich jetzt nichts allzu Großes aufziehen. Hier geht es wirklich nur darum, dass die erstmal Edelsteine ranholen. Wenn ich jetzt hier auch noch eine Baustelle aufmache. Junge, dann wird es aber schwierig. Du Scheiße, ich muss ja auch noch irgendwo durch. Ja, komm her. Ah, da gibt es sogar eine Belohnung für. Gib mir Leidenschaft. Mitglieder des Stammes sind Teil unserer großen Familie. Ich will doch nur... Hier schon irgendwo eine Straße gebaut?
Ah ja. Ach, guck mal. Ach so, hier, das ist der die Handelsstraße, ne? Da würde ich ja... Hier, gehen wir mal rüber. Da baust du mal eine Brücke, bitte. So. Feldweg. Ich muss mal hier durch. Wo auch immer, am besten. So. Alter, scheiße. Hoppla. Oh nein, mitten im Wald, so eine Kacke. Reiß das ab, das war falsch. Ah, da ist noch was. Na ja, gut, komm. So, oh mein Gott, das ist ja schwierig. Hier oben bin ich richtig, ne? Ich glaube, da gab es die Edelsteine. Komme ich hier schon? Ja. Und zwar? Hm. Okay. Ja, jetzt ziehen wir es auch durch. So. Edelsteinmine. Hier könnte ich schon eine hinqualmen. Dann mache ich das auch direkt. Dann wohnt hier der Edelsteinmann. Hier unten direkt. Er freut sich. Keine Ahnung, ob da jemand wer anziehen wird, so weit weg. Da denkt sie wahrscheinlich auch, Alter, was soll ich denn hier wohnen? So. Ja, gut, klar. Die paar Meter kann er schon mal machen. Ich bin sehr gespannt. Gut, wir können ja hier auch irgendwann... Ich wollte eigentlich auch mal Kakao... Nee, Kaffee noch mal mehr haben, ne? Deswegen bin ich hier rüber. Hier können wir noch ein bisschen Wein anbauen. Also ein paar Ressourcen gibt es hier schon, ne? Die man sich mal organisieren könnte. Ach, da fällt mir gerade was ein. Was heizen die denn hier? Holz, ne? Gut, da ist auch genug da. Die haben sogar schon Häuserstufe 3. Lasse ich auch gerne mal alle Stein isolieren. Hm. Der alte Fischerhütte. Ah, hier, warte mal. So. Lehmgrube wird schon mal auf jeden Fall produktiver. Die muss auch mal nachhaltig werden. Oh Gott, jetzt haben wir wieder 10 Universalkarten. Das reicht lang. Die gehen auch irgendwie schneller. Jetzt stellen wir mal eben wieder um auf. Bisschen nachhaltig. Für die neue Siedlung sollten wir schon arbeiten hier und da. Am Anfang. Hier ist ein Kohlebergwerk, ne? Jawohl. Da brauchen wir auch noch einen Steinbruch eigentlich. Und wir brauchen mehr Steine hier drüben. Ja, genau. Das ergänzt sich ja ganz gut, ne? Was ist jetzt los? Benötigt mehr Werkzeuge. Kornspeicher, Eisen. Also eigentlich ist wohl hier ein Steinbruch. Da.
Ja, auf zu bimmeln, es geht gleich weiter. Können wir hier? Wir könnten mal sogar. Oh nein. Was? Ja. Mach ruhig mal hier einen hin. Sollten wir mal gucken, ob wir hier sogar ein Lagerhaus hinbekommen. Ich weiß nicht, ob wir uns das leisten können. So, den lassen wir richtig durchziehen hier. Das war 150%. Das Lager hier, das kleine, ist wahrscheinlich voll, aber... Moment. Ach, das sieht man aber auch immer hier. Okay. Ich fürchte, da passt keins hin einfach, ne? Ein Lagerhaus. Das wäre zwar zu... Doch, da passt so eins hin. Geil. Sehr gut, dann macht da ein Lagerhaus hin. Kann der Steinbruch direkt rein liefern. Dann haben wir hier Steinwerkzeugfabrik. Machen wir jetzt auch einen Schnellbau. Geben wir eine Leidenschaft rein. Wir brauchen das Zeug. Und noch ein Produktivitätsbuch. Dann sollen die mal hier Gas geben. Ich hoffe, ich habe überhaupt Leute, die da drin arbeiten können. Ja. Oh, guck mal, was ist denn da los? Achso, ja, die haben keine Werkzeuge. Ich dachte, die wären unglücklich. Der Töpfer muss noch nachhaltig arbeiten, genau. Und der Steinbruch noch produktiv. Jo. Okay, dann habt ihr jetzt erstmal wieder ein bisschen was zu produzieren hier. Ja, Ziegelsteine machen wir später. Baut euch erstmal so auf. Guck mal, ist das spottbillig. Schon mal hier runtergehen? Könnte man machen. Das Geklingel nervt ja jetzt gerade ein bisschen, aber wir werden schon irgendwann Werkzeuge kriegen, beziehungsweise ich könnte auch welche rüberschippern. Was Stahlwerkzeuge habe ich wirklich nicht so viel. Steinwerkzeuge habe ich jede Menge. Ja, warte mal, ich stelle das mal kurz ein, dass das mal hier schneller geht. Was brauchen die gerade nicht? Ich glaube Glas erstmal, ne? Medizin sollte schon da sein. Ziegelsteine brauchen die immer. Was zu essen eigentlich auch. Dann machen wir hier statt Glas kurz mal Steinwerkzeuge, damit die ein bisschen was bauen können. So. Mal gespannt, wie lange das dauert. Keine Arbeiter hier drüben, das ist nicht so gut. Ich hoffe, wir kriegen hier bald noch ein bisschen mehr Zuwachs. Platz ist genug.
Ich hab's vermisst, das Geklingel. So, wie sieht's denn aus? Elektrizität ist sofort fertig. Wow. Okay, da gucken wir uns, das gucken wir uns direkt mal an. Dass ich hier oben direkt noch ein kleines E-Werk dazu knallen kann. Oder wie auch immer. Bringen wir kurz nochmal auf Stufe 3. Wir sind schon wieder im Winter. War der nicht gerade erst? Guck mal, 40.000 Nahrung, hier läuft alles. Und? Da sind wir da. Elektrizität. Petroleum. Enthüllt Ölvorkommen auf der Karte. 100 Häuser müssen wir tatsächlich. Uiuiui, 100? Wir haben schon 100 Häuser. Aber die müssen Stufe 8 sein. Alter Schwede. 100 Häuser Stufe 8. Alles klar. Guck mal, jetzt machen wir aber erstmal hier. Oh, das, da bin ich auch neugierig. Aber wir machen erstmal Schmuckherstellung. Wir kriegen ja bald hoffentlich Kohlekraftwerk. Das möchte ich sehr gerne kaufen. Das kommt auch direkt. Aber das stört ihn gar nicht hier. Die arme Jagdhütte. Völlig von der Industrie eingekesselt. Eigentlich müsste ich noch einen Platz lassen, ne? So. Dann ziehen wir hier noch einen Weg durch. Kohlekraftwerk auf. Ich kann nicht anders. Ich muss schnell mal machen. 10.000 verschwenden. Was genau macht es? Hat's einen Radius? Nee. Da hat doch gar keinen Radius. Da hab ich schon gedacht, ich hätte das in der Nähe irgendwelcher Häuser setzen müssen. Warte mal, erstmal müssen da zwei Leute rein. Ja, sind ja. Und wie ist die Übersetzung hier noch ein bisschen auf der Strecke geblieben? Da muss jetzt wahrscheinlich Kohle rein. Na gut, lass mal brutzeln. Werfen wir gleich nochmal ein Auge drauf, ne? Wenn wir. Früher Frühling, aber Zeit, dass der Schnee schmilzt. Dass ich ein anständiges Bildchen hier bekomme. Das wir hier sterben. Was soll denn das? Na klar. So. Liebe Leute, dann soll es das heute schon gewesen sein. Kohlekraftwerk gucken wir uns tatsächlich beim nächsten Mal an. Weiß ich noch nicht, wie das losläuft hier. Brauchen erstmal Kohle. Das steht ja mal fest. Oder bringt ihr hier schon was? Ne, die schleppen irgendwas anderes. Die haben doch keinen Bock, im Kraftwerk zu arbeiten. Naja, was willst du machen, ne? Kann ja nicht jeder fleißig sein hier im Dorf. Obwohl mittlerweile kann man es schon als Stadt bezeichnen. Dritte Stadtkern ist in der Entstehung. Wir haben uns ein bisschen mal um die Kolonien gekümmert. Dass sie hier nicht, zumindest um die eine. Sind hier schon Werkzeuge da? Ne, wie lange dauert denn das? Kann hier mal bitte ein Schiff kommen? Und Steinwerkzeuge bringen? Was bringt denn der jetzt?
Ah, der hat sie mitgebracht. Nice. Hört das Gebimmel endlich mal auf. Ja, der wird hier komplett wieder aufgefüllt, was er sollte. Ah, nicht ganz. Ein paar Pilze fehlen, aber wurscht. So. Ne? Dann läuft das hier auch so ein bisschen an. Müssen wir uns natürlich drum kümmern und am Ball bleiben, aber dürfen natürlich auch den Fortschritt hier nicht vergessen. Hey, jetzt läuft. Guck mal. Stadtverbrauch 0 von 50. Ich schätze mal, da wird man früher oder später mehr von brauchen. Karten reinpacken kann man auch noch nicht. Stellt sich mir die Frage, für welche Gebäude das zu nutzen ist. Aber das werden wir noch herausfinden. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Kingdoms Reborn. Arbeitsplatz Stahlwerk. Wie besorgt sich Medizin? Die ist krank. Kein Problem, alles genug da. Leute, lasst mir gerne einen Daumen da, wenn was Interessantes für euch dabei war und es euch gefallen hat in der Folge. Und ja, bis zur nächsten Runde. Kingdoms Reborn. Macht's gut. Bis denne. Tschüss.